Was für ein Spiel. Zweites Spiel in der Startelf. Doppelpack nach deiner langen Verletzung. Nimm uns kurz mit, wie fühlt sich das an? Was für eine irre Auswärtspartie? Also ich glaube, bereits auch im ersten Tor wäre mir am liebsten in Training gekommen, weil das Ganze jetzt, was rundherum passiert ist mit mir, glaube ich, hat mich selber auch immer mitgenommen und es war nicht immer leicht. Es war, auch wenn man vor allem am Anfang steht, dann sieht man halt nicht, wo die Reise hinführt, aber wenn man dranbleibt und an sich glaubt, glaube ich, kommt alles von oben zurück und heute war der Tag und es hat mich einfach unnormal gefreut, der Mannschaft helfen zu können. Was war die Ausgangsposition? Wie seid ihr in das Spiel reingegangen und hast du das Gefühl, dass der Matchplan so aufgegangen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, bis zum Schluss? Ich finde, der Matchplan ist vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen. In der zweiten Halbzeit, dadurch, dass wir auch dann ein paar Spieler ausgefallen sind durch Müdigkeit und so, ist das ein bisschen gekippt. Aber ich finde, wir haben Moral gezeigt und ich finde, in so einem Spiel zählt da nicht unbedingt jetzt, ob das System passt oder so, sondern dass wir als Team zusammenhalten und in 90 Minuten runterspielen. Und das haben wir gemacht und verdient gewonnen. Zeigt das auch, dass man vielleicht, wenn man einen sehr guten Tag hat, mit so einer Mannschaft mithalten kann und sie auswärts auch schlägt vor so einem Publikum? Wie war das für dich? Auf jeden Fall und jetzt zählt es halt auch für das Hinspiel zurück dann, dass wir halt, für das Rückspiel meine ich zu Hause, dass wir halt als Mannschaft wieder zusammen agieren und das Ganze jetzt auch mal bestätigen und uns dann das Playoff sichern. Wie wichtig wird die Unterstützung unserer Fans zu Hause sein? Auf jeden Fall, also ich will da ein volles Haus sehen, weil die Unterstützung wird gebraucht und ich glaube, jeden einzelnen Spieler nimmt das mit noch zusätzlich, wenn wir dann die Unterstützung von den eigenen Fans haben. Und mit denen hinterm Rücken wird das ein super Spiel werden.